Okay. Die schönsten Momente des Tages sind, wenn man an der Bahnschranke steht und es geht nicht weiter. Das ist jetzt hier auch gerade der Fall. In Zeuthen, da wo unsere Schule ist, die Schule für Physical and Cognitive Practices, da gibt es diese Schranke. Und die ist sehr oft unten und das ist ganz wunderbar. Dann steht man einfach hier zu Fuß oder im Auto oder was auch immer. Jetzt gerade Auto aus. Es geht nicht weiter. Man kann nichts machen, sondern einfach nur hier entspannt in der Ruhe sein. Und als hier Wahlkampf war, da hatte eine Partei, eine wirtschaftsliberale Partei, die hatte, da war das Plakat, ein Tunnel für Zeuthen, das Leben ist zu kurz, um an der Schranke zu warten. Aber das Leben ist zu kurz, um nicht an der Schranke zu warten. Das Leben ist zu kurz, um rumzuhetzen. Und deswegen gibt es so schöne, wunderbare Schranken. Schranken sind das Allertollste, die einfach so runtergehen. Man kann da nichts machen. Man kann nichts machen. Sie geht einfach runter und es geht nicht weiter. Ah, ich hoffe, mehr Schranken. Also das wäre mein Wahlkampfspruch. Mehr Schranken. Überall einfach so Schranken, die dafür sorgen, dass man einen Moment der Ruhe hat, in dem es nicht weitergeht. Und ihr seht, das Video ist jetzt schon 2 Minuten und es geht nicht weiter. Man steht ja manchmal 10 Minuten. Jetzt kommt gerade der Zug, aber das heißt auch nicht, dass es jetzt gleich weitergeht. Also manchmal kommt dann auch noch ein zweiter Zug und auf den muss man dann lange warten. Es ist ganz unvorhersehbar, man weiß es nicht. Es ist ganz, ganz toll. Danke, danke Schranken.